Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir wollen eine Erkundung machen, haben wir gesagt in der letzten Folge. Und zwar... Blei haben wir. Sehr schön. Plastik. Weiß doch nicht genau, wofür Plastik wir brauchen. Kabel lasse ich auch mal da. Ja, so langsam wird es übersichtlicher, ja, das Inventar, wenn ich überlege, so in den ersten Folgen, was wir da so hatten. Wir hatten da jede Menge Sachen drin. Und, es war total überfüllt und alles. Naja, aber jetzt mittlerweile geht's ja. So, wir haben hier, glaube ich, waren wir noch nicht gucken, unten drunter. Da würde ich jetzt einmal schauen, was hier so drin ist, ob hier was Interessantes ist. Aha, schau mal einer an. Oh, Sauerstoffkerzen. Ja, die nehme ich doch gleich mit. Und dickes Isolierband. Hallo, meine Freunde, kommt in meine Arme. Aber kein Gummi. Was soll denn das? Na toll, jetzt ist der Schaber kaputt und ich habe keinen neuen. Es war so klar. Okay. Ich werde wiederkommen. Das könnte knapp werden. Ich würde jetzt keine Kerze verschwenden extra dafür. Wenn wir ein bisschen Schaden nehmen, ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht schaffen wir es auch ohne. Ich weiß es nicht. Könnte knapp werden. La la la. La la la. Wir müssen unbedingt auch Metall farmen. So, jetzt düse ich nochmal runter. Hui. Okay, mehr war aber doch nicht drin gewesen jetzt, ne? Es waren nur die Behälter. War es also jetzt nicht so spannend. Immerhin. Da schwebte was weg durch den... Da ist noch was. Da. Was ist das? Was ist das? Schere und Kondom. Juhu. So, meine Question ist jetzt... Wo wollen wir hin? Erstmal Metall. Da sehe ich Metall, glaube ich. Hier, weil für Schaber und so brauchen wir ja Metall. Ja, alles gut. So, ich nehme mal eine Kerze. Am besten zwei. Und dann schauen wir mal. Wenn wir das schon überleben hier. So. Hier gibt es ja sogar Sauerstoff. Na, guck mal an. Da habe ich schon mitgedacht. Stimmt, hier war das mit dem Gefrieren, ne? Hier müssen wir immer in diese Heizdinger fliegen. Wo waren die denn jetzt? Verdammt. Und wir wollten ja da auch in die Nähe von dem Feuer nochmal fliegen. Ich würde aber gerne erstmal ein bisschen von diesen Dings herstellen. Von diesen Sauerstoffstationen. Aber erstmal noch mal ein bisschen Metall. Ich glaube, da brauchen wir auch Gummi. Nee, warte mal. Ach, Klebeband haben wir ja als Isolierband. Genau. Isolierband haben wir. Ich nehme noch mal Metall mit. Das war sogar schon angeschlagen. Wahrscheinlich haben wir da schon mal draufgehauen oder so. So. Ich frage mich, ob wir später... Vor allen Dingen auch mit dem Basebauen, ob das Basebauen hier ist an der Station oder ob wir eine separate bauen und ob der Anzug noch weiter aufrüstbar ist. Das würde mich halt auch mal brennend interessieren. Aluminium. Stimmt, da war was. Aluminium wird mit dem Greifer abgebaut, ne, oder? Ne, mit dem Bohrer. Ich stelle nochmal eben Bohrer her. Okay.
Aluminium. Wo bist du, schönes Aluminium? Zeig dich auf dem Asteroiden. Ist das Aluminium? Das sieht aus wie Aluminium. Könnte das? Da waren wir schon gewesen. Das ist gar nichts. Toll. Großartig. Ich brauche Aluminium. Ja. Aber bisher ist noch nichts wieder gespawnt, würde ich jetzt behaupten. Also jetzt an Ressourcen. Gott, oh Gott, wo ist denn hier Aluminium? Da vielleicht? Nee. Das ist... Ist das Aluminium? Nee, das ist Wasser oder Eis, ist das? Ja, ja, ja. Haben wir... Hier haben wir kein Sauerstoff-Ding, ne? Okay. Ich nutze einfach mal eine... Fuck, da vielleicht? Da oben ist, glaube ich, was, oder? Mein Riecher verlässt mich nie. Ich wusste es doch. So, sonst noch irgendwo? Hallo? Ja, und ich glaube, ich weiß, dass das Spiel auch für einige Leute nichts ist. Da bin ich mir auch übrigens sehr bewusst, weil nicht jeder mag dieses ruhige Gameplay. Und das Spiel ist wirklich sehr, sehr ruhig. Also von jetzt auf gleich passiert hier sowieso nicht viel. Das ist alles Stück für Stück, aber das ist fast bei jedem Survival-Game so, dass man nicht so schnell vorankommt. Aber bei dem Spiel hier ist es noch extremer, finde ich. Aber gut, so. Alter, warum ist die Musik denn jetzt so laut? Ich habe die doch runtergedreht. So, Sound, warte mal, Musik. Übernehmen. Aha. So. Was wollten wir denn jetzt gebaut haben? Wir brauchten, genau, Aluminium. Das heißt, wir können zwei Stück wieder herstellen. Würde ich auch direkt machen. Und dann gehen wir mal Richtung dem Feuerchen. Ich würde gerne einmal den hier auf den Bohrer packen, auf die 4. Und dann reisen wir mal dahin und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja, ja. Alles gut. Gefriertemperatur. Ich schätze, das geht von den Kristallen aus, dass wir hier frieren. Hier sogar noch Kabel. Brauchen wir aber gerade nicht. Ich meine, wir waren beim Feuer schon gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube doch irgendwie Folge 5, 6 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge wir mittlerweile haben. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange, mal so mal am Rande, ich weiß nicht, wie lange ich das aufnehmen werde, wie viele Folgen es insgesamt werden und vor allen Dingen auch ganz wichtig, wann die Folgen kommen. Ob die jeden Tag kommen, ob die nicht jeden Tag kommen. Das hängt immer im Messen damit zusammen, ja, wie viel Zeit ich einfach finde. Da ich ja nebenbei ja auch noch berufstätig bin, ist das immer so, ich opfere meine Freizeit dafür. Genauso wie Stream. Ja, ich muss es nicht machen, ich weiß, bevor jetzt irgendeiner was sagt, ja, aber du musst es ja nicht machen. Das ist richtig, aber mir macht das halt Spaß. Und das ist ja das Wichtige daran, dass es halt Spaß macht. Na? Und das ist beim Stream ja genauso dasselbe. Und ich mache das halt, weil es mir halt unglaublich viel Spaß macht. Und nicht wegen des Geldes. So, und bei YouTube verdiene ich ja sowieso kein Geld. Ich meine, ich könnte es monetarisieren, ja, aber ich mach's nicht. So. Da ist das Feuer. Ich stelle hier eine Station auf, damit wir hier ein bisschen rumdüsen können. Boah, jetzt muss ich kurz in die Wärme. Oh, ich hoffe, ich finde das. Knapp. Ah, was ist da unten? Muss ich das scannen? Ich bin mir nicht sicher. Wow, komm schon. Hier ist auch Wärme. Was ist das hier?
Glas. Warte mal, Glas brauchen wir doch, ne? Greifer benötigt. Ah, oh, warte mal, Glas brauchen wir doch. Das war doch für irgendwas. Für was war das nochmal? War das nicht für den Helm oder so, dass wir Glas brauchten? Ach, guck mal, die Feueranzeige ist jetzt weg. Ah, zeigt uns das immer an, wo wir da die Ressourcen finden, die wir gerade aktuell brauchen. Kann das sein? Das Glas? Glas, ja, nice. Auch nochmal Glas? Glas. Nimm mal ein bisschen mehr mit. Ja, 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 Sauerstoff. Nimm ein bisschen mehr mit. So. Wahrscheinlich können wir dann den Helm bauen. Aber was bringt uns der Helm? Der bringt uns nur ein bisschen mehr... Das Eis, okay. Nein. Ich sehe nichts. Hilfe! Es friert ein! So, wo ist jetzt das Klebeband hin? Da war irgendwo Klebeband am Rumfliegen, glaube ich, ne? Da, ich sehe es doch. Nehme ich mit. So, Gummi. Mal gucken, wegen Glas, ob wir noch mal ein bisschen Glas hier finden. Ich nehme noch mal ein bisschen Sauerstoff mit. Warte. Das Glas? Ja, Glas. Ja, ja, ja. Eis nicht. Okay, komm, wir düsen zurück, bevor es jetzt hier ungemütlich wird. Haben wir denn sonst noch eine Anzeige jetzt? Nee, jetzt haben wir nur noch die Hauptanzeige da mit der Faust. Iron Fist. Und, ansonsten hatten wir ja immer das Feuer und so. Einfach, weil wir es können. Oh, oh. Und ich düse. Ist das kalt. Brr. Wie in Deutschland aktuell. Ich glaube, ich sollte mal meine Scheibe kratzen. Hier war ein Sauerstoffballon, ne? Genau. Weiß nicht, ob der Helm dann... Ob der was bringt dann auch gegen das Eis? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das Eis war... Ich meine, dass das Eis... Und nicht das Eis, was erzähle ich denn da? Ich erzähle totalen Quatsch, was ist denn heute los? Mein Gott. Ich meine, dass... Glas, so rum. Mein Gott, was ist denn los? Oh nein, ich sehe nichts mehr, ne? Toll! Ganz großes Kino! War nicht hier irgendwo? Bin ich hier? Oh Gott, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Oha! Ich meine, das Glas war echt nur für den Helm, aber ich bin mir dessen jetzt nicht mehr bewusst, noch nicht mehr sicher. So, das dürfen wir jetzt aber eigentlich schaffen. Hier geht's komischerweise weg. Das Eis. Es ist nur ab da, so, dem Bereich. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal zurück zur Station. Und dort schauen wir mal, was uns dort erwartet mit dem Glas. Ich meine, es war der Helm, aber ich bin mir nicht sicher. Haben wir noch einen... Wir haben keinen Schaber mehr, ne? Können wir gleich mal herstellen. Und wir haben keine andere Anzeige, ne? Wir haben nur noch die Faust. Genau, und unsere... Wird ganz schön viel hier mit den Anzeigen. Unsere Sauerstoffstationen. Ja, ja. So, dann lass mal gucken. Also. Glas haben wir. Bleilackierung haben wir auch. Alles klar. Deswegen haben wir die ja extra gespart, die Bleilackierung. Damit wir die nicht verdonnern und einen Helm. Toxicity level of the renewed painting of the spacesuit. The probability of your death from radiation is now lower than the probability of death from the suit itself. In this regard, you can fly to the evacuation point. Was? Evacuation point? Okay, Strahlenschutz 25%. Der hat jetzt gesagt, irgendwie Evakuierungspunkt jetzt möglich? Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Weiß ich noch nicht so ganz, ob ich da drauf vertrauen soll, weil ich habe jetzt mit der...
Ja gut, 175, aber naja. Schauen wir einfach mal. Was wollte ich denn jetzt gemacht haben? Ach so, ein Schaber, ne? Genau. Zweimal Bohrer haben wir. Wir wollten eigentlich auch ein Plastik. Haben wir noch Plastik? Haben wir noch, ne? Ein Scanner wollten wir auch nochmal vorsichtshalber machen. Einmal Plastik. Kondom packe ich mal weg. Glas packe ich auch mal weg. Haben wir jetzt gebraucht. Schere packe ich weg. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mal nochmal einen Scanner. So. Der Rest kann eigentlich erstmal weg. Wir sollten übrigens was essen. Und was trinken. Haben wir noch? Wir haben kein Eis, ne? Müssen mal ein bisschen... Pack das alles mal da rein. So. Dann würde ich jetzt nochmal eben schnell für Essen... Einmal schnell... Nee, für Trinken. Eis holen. Warte mal. War Eis hier? Hier. Das sieht aus wie Eis. Jo. Eisball. So, damit können wir schon lecker was trinken machen. Reicht auch schon. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Na, dich nehme ich auch noch mit. Schwupps. So, warte. Okay, dann lass mal herstellen. Zweimal Eis brauchen wir natürlich. Eine Flasche. So. Dann trinken wir direkt mal. Und essen auch mal was. So, dann sind wir wieder so weit ungefähr am Stand. Wie gesagt, es wird nicht zu nervig, aber es ist da. So. Er sagte, wir kommen damit zum Evakuierungspunkt, ne? Soll ich drauf glauben, was er gesagt hat, oder? Wir müssen mal Alkali wieder sammeln für Batterien, ne? Okay, weißt du was? Wir probieren es einfach mal. Wenn er gesagt hat, wir kommen da jetzt hin, dann kommen wir auch dahin. Ich vertraue dem Sprecher. Und ich düse. Hui. Welcher ist denn näher? Der, ne? Muss selber erst mal gucken. Das wird so unübersichtlich, wenn hier so viele, so viele von diesen Sauerstoffstationen rumfliegen. Naja. Ach ja, was soll ich sagen? Man existiert so vor sich hin, ne? Wie das nun mal so ist. So. Ich hoffe, euch geht's auch soweit gut in diesen doch schweren Zeiten. Aber wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir das alle bald sehr, sehr schnell hinter uns bringen. Ja. Ich hoffe, dass wir bald endlich mal ein normales Leben wieder führen können. Alle miteinander. Als erstes freue ich mich darauf, wenn wieder die Kinos und so öffnen. Ich kann es kaum abwarten, mal wieder ins Kino zu gehen. Also, das fehlt mir echt schon. Oder auch so halt so ganz so normale Dinge wie so Freizeitpark, Freibad. So die ganz normalen Dinge, die man halt so mal macht, auch am Wochenende so. Weißt du, das ist so, jetzt sitzt du nur zu Hause. Ich meine, klar, ist es für mich jetzt nichts Besonderes, zu Hause zu sitzen am Rechner, ne? So, aber es ist halt so ungewohnt, ne? Du machst halt nichts, du bist halt nur da. Man, auch wenn man halt am Wochenende als Gamer dann halt am Rechner sitzt und so, trotzdem hast du auch mal was gemacht. Also, ne, ist jetzt nicht so, dass du nichts gemacht hast, sondern einfach so, dass du halt nicht rumexistiert hast, sondern du bist halt auch mal rausgegangen, wie gesagt, bis ins Kino gegangen oder bis vormittags schwimmen gegangen, dann hast du abends vielleicht ein bisschen was gezockt. So, weißt du? Na, ist halt so... Ja. Naja, das fehlt alles so ein bisschen, aber ich denke, das wird alles wiederkommen. Da werden wir alle... Da müssen wir jetzt stark sein, alle zusammenhalten, ganz dicke. Und dann schaffen wir das auch. So. Dann lass mal gucken. Wenn ich das richtig sehe, wir haben jetzt Hälfte an Gefahr, dann könnte er recht haben, aber ich glaube nicht...
Das wird nicht reichen. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich weiß doch nicht, ob wir gefahrmäßig da irgendwie, ja. Sieht es so aus, als würden wir gar nicht vorankommen, ne? Aber wir kommen halt voran, sieht man ja an der Meterzahl, es wird immer weniger. Warte mal darauf, damit wir ein bisschen düsen können zwischendurch. Das wird echt wieder knapp. Ja, ist in Ordnung. Die Kombination der Brücke ist nicht vorhanden. Alle sterben. Auf eine Brücke zuzugreifen, benötigst du den Admin-Code 123. Es gibt eine Taste mit der Aufschrift, alle Passagiere töten. Du drückst sie, was? The incorrect localization sounds extremely convincing. The information on the captain's bridge is classified in the database. Therefore, it is recommended to ignore this valuable advice and act according to the situation. Oh Gott, ich habe ganz vergessen wegen Sauerstoff, ne? Oh, das wird, glaube ich, noch... Oh Gott, das wird, glaube ich, das größere Problem. Oh, oh. Schaffen werden wir es auf jeden Fall, würde ich jetzt behaupten. Ja, Achtung, Strahlung, was soll ich denn machen? Bitte, lass da irgendwie Sauerstoff drin sein oder so, oder lass mich die Strahlung aushalten. Komm schon. Was muss ich machen? The door is locked. If you manage to get inside, there is a chance to send a distress signal to the nearest planet, or at least take the course with the captain who allowed this to happen. Scanner. Habe ich einen Scanner? Was habe ich denn jetzt bekommen? Reparieren. Handlichen Schaber. Habe ich. Habe ich es repariert? Geht das jetzt? Kann ich jetzt öffnen? Passwort eingeben. 1, 2, 3, ne? Wie gebe ich das ein? Ein Schlüssel! Juhu! Ich habe den Schlüssel. Okay, wir kriegen hier auch Luft, Gott sei Dank. Was? Was zur Hölle? Was? VHS, was? Menü-Setting, was? Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Seems it will be a long day. Oh, ja, es wird ein sehr langer Tag. Ich glaube auch. Kapitel 2, die Geheimnisse von Brokkoli, was? Surprisingly, your attempt to break the liner could lead to positive results. I find out the nature of this phenomenon, but for that, I would need to disclose some confidential information of the Breath Edge company, which contradicts the security protocol, so not a single spacesuit AI will disclose this information to you. Schön. Ja, das hat ja. Hol die Information mit einem Bohrer. Dead carriers floating around, so nobody will even know if you resort to the good old torture method like the drill. Was für Informationen? Wo? Okay, da müssen wir mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. Alter, das. Okay, aber hier geht jetzt die Gefahr runter. Rechts unten sieht man das. Die einzige Gefahr, die war mit Sauerstoff. Das heißt, wir müssen uns hier Stück für Stück vorarbeiten. Ja, das hat ja nicht so gut funktioniert mit dem. Wie einfach die Raumstation von ihm wegfährt und er einfach nur das Lenkrad in der Hand hat. Das ist so... schön. Ich mag einfach diesen Humor. Das ist ein Traum. Oh, Freunde. Ja, das heißt, wir müssen noch ein paar... Ja. Das heißt, wir müssen noch ein paar von diesen Sauerstoffstationen bauen. Oh, das könnte knapp werden diesmal. Das sind noch 200 Meter. Holy shit. Oh Gott, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es so weit weg war. Oh, wir werden sterben. Komm schon, das könnte knapp werden. Halt durch, Genosse, das schaffen wir. Dann werden wir gleich erstmal eine Runde schlafen. Tja, ich weiß nicht, wo wir genau die Sachen holen müssen mit dem Bohrer. Da bin ich sehr gespannt. Wahrscheinlich müssen wir da nochmal alles untersuchen. Aber jetzt heißt es für uns erstmal, wo ist die nächste Station da? Erstmal zurückreisen.
Hol dir die Informationen mit einem Bohrer, sind die neuen Aufgaben. Wir müssen das ja irgendwo angezeigt bekommen. Ja, gucken wir gleich mal, wenn wir auf der Station sind, weil ich sehe hier noch keine Anzeige groß. Aber gut. Naja, haben wir ja doch schon einiges erlebt jetzt hier heute in dieser Folge. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Er hatte doch recht gehabt. Es war aber sehr knapp, muss man sagen. Gut, wir hätten natürlich noch so eins von diesen Sauerstoffpöppeln dahin bauen müssen oder können. Dann wäre das wahrscheinlich besser gegangen. So. Ich glaube, diese Gefahr, die wir unten rechts haben, die Anzeige, das ist auch so ein bisschen, um den Spieler im Radius zu behalten, weil du könntest ja einfach so nach rechts und links fliegen und dir wird halt nichts passieren. So, womit du halt einfach so den Spieler so ein bisschen eingrenzt, dass du halt nicht so über das Spielelevel halt hinausfliegst, schätze ich mal. Und da war das wahrscheinlich gewesen, da warst du gerade eben am Rand. Naja, gut. Haben wir das auch. Okay. Gut. Ich sehe noch keine Iron Fist irgendwo. Wo ist die Iron Fist, ist jetzt meine Frage. Verdammt, von dem quatscht der immer so schnell. Ich kann das gar nicht lesen, so schnell, wie das immer geht. Die Information mit einem Bohrer. Tja, ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen, dass die Rettungskapsel da abgeschossen wurde. Aber gut, was will man machen? Dann ist das nun mal so, ne? So, ich düse. Und ich düse im Sauseschritt. Trotzdem muss ich sagen, ist das ein großartiges Spiel, wenn man sich darauf einlässt, wohlgemerkt. Das muss man einfach mal so festhalten. Es ist kein Spiel für jedermann. Habe ich das in der Folge schon gesagt oder in der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, weil es halt ein sehr, sehr ruhiges Gameplay ist. Es ist halt nichts Schnelles, es ist halt gemütlich. Na, man hat halt Zeit ohne Ende. Ja, gut. Ich sehe die Faust nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein Menü haben, wo wir das nachlesen können. So, Spiel speichert. Okay. So, wir haben aber auch keine neue Blaupause, ne? Ich würde jetzt einfach mal eine Runde schlafen. Am besten mit Frank auf dem Bett. Damit wir unsere Gesundheit wieder auftanken. Und, genau. Und dann müssen wir mal schauen, was jetzt ansteht. Mit die Information mit dem Bohrer beschaffen, was das genau für uns bedeutet. Denn ich habe keine Ahnung, wo das sein soll und wo wir da hin müssen. Vielleicht schaue ich einfach nochmal über die Folge drüber und gucke da nochmal, was da stand, textmäßig. Aber das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Folge, sondern in einer weiteren Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Brief Edge. Mit mir, dem Flexi und dem Frank und dem Hamster, dem es anscheinend auch ganz gut geht. Ja, die beiden schlafen. So, bis zur nächsten Folge bei Brief Edge und macht's gut. Tschüss.